herzlich willkommen. Grüezi miteinander zu die Sendung des Monats November. Auch heute wieder im Dreierpack, 3 für 1, quasi der Rampenverkauf vom Leutschenbach. Mit der hellsten Kerze auf dem Adventskranz, der Fabienne Hadorn. Yes. Neben mir der Stefan Büsser, Auftrag bestellt, Sveni Vanić. Danke, Fabian. Und ganz rechts aussen der Balthasar Glättli von der Schweizer Satirenlandschaft. Ein bisschen nervig, aber für die Schweiz langt's. Gabriel Vetter! Ja. Merci. Gut. Also, unser Monat des Monats ist heute der November. Und seien wir doch mal ehrlich, der November ist schon ein Scheissmonat, oder? Also nicht nur, um eine ganze Sendung darüber machen, sondern überhaupt. Der November ist ein bisschen der Kanton Thurgau unter den Monaten, oder? Es ist nie etwas los, hat immer Nebel und alle haben einen Schnauz. So. Gut, sorry, Gabriel, aber du bist doch Thurgauer. Wieso hast du keinen Schnauz? Ich meine, Gabriel sei Schaffhauser. Nein, also ich bin Schaffhauser, Aszendent Thurgauer. So. Und ich habe nicht nur einen Schnauz, ich habe einen ganzen Bart. Und zwar ist das ein Playoff-Bart. Mein Playoff-Bart, den ich anlasse, bis der Daniel Josic endlich doch noch als Bundesratskandidat aufs Ticket kommt. Irgendwann einmal. Ah. Oh. Ja, why not? Gut. Heute aber ist ja der erste Advent. Oder wie sagen die? Advent? Oder zündet ihr ein Kerzchen an? Oder ein BMW oder so? Ja, also, nein, aber ich habe jetzt zum ersten Mal einen nachhaltigen Adventskalender zuhause. Einen sogenannten Minergie-Adventskalender. Ein Minergie-Adventskalender? Ja, es ist eigentlich wie ganz ein normaler Adventskalender. Nur kann man die Fenster nicht auftun. Okay, gut. Wir machen aber noch ein Fenster auf in November. Ist ja einiges los in diesem Monat. Was sind so eure Lieblingsschlagziele im November? Sven? Also, ich habe die da recht spannend gefunden. Und zwar braucht es für E-Bikes bald einen Kurs. Ja, Rentner auf E-Bikes sind in der Schweiz mittlerweile so gefährlich, dass man jetzt überlegt, sie polizeilich zu kontrollieren. Ich meine, früher hat man Schiss von jugendlichen Töffli-Gangs oder Hells Angels auf Harleys. Und heute hat man Schiss vor Grossis auf dem E-Flyer. Hey, das wäre, glaube ich, noch ein geiler Horror-Trash-Movie. So, statt Snakes on a Plane, Grossis on a bike. On an E-Bike, of course. Oh. Gut, stimmt, sie sind ja schon hure gefährlich. Aber mal andererseits, ich fände sie irgendwie schon noch einen schönen Tod, oder? Stell dir doch mal vor, nein. Einfach so bei Sonnenuntergang auf dem Feldweg, irgendwo im Thurgau von einer pensionierten Handarbeitslehrerin auf ihrem Flyer überfahren zu werden. So. Grossis könnten die Prüfer ja mega easy bestechen, auf die gute alte grosse Art, mit einem Kärtchen und einem 20er-Nötchen drin. Genau. Aber nicht alle sind für so eine Prüfung. Die FDP zum Beispiel ist dagegen. Sie sieht in den E-Bikes sogar eine Chance, um die AHV zu sanieren. Sie plädieren darum auf ein obligatorisches Tempo-Upgrade auf mindestens 45 km pro Stunde ab 65. Yeah, geht das? Oh, spitzig. Gut. E-Bike-Prüfungen für RentnerInnen sollen aber bald wirklich kommen. Und ja, wer dann besoffen einen Unfall macht und durchgeht, muss dann halt wieder ganz normal mit dem Auto fahren. So, auf jeden Fall aber eine von meinen Lieblingsdiskussionen von dem ganzen Monat ist ja die da gewesen. Touristen über Schweizer Brauch entsetzt. So, ganz abhauen und Sursee verschreckt Touristen. Gut, ich finde, wer als Tourist freiwillig auf Sursee geht, ist eh selber die Schuld, aber okay. Ganz abhauen, muss man vielleicht wissen, ist ein schöner alter Brauch, wo auf dem Dorfplatz von Sursee auf einer Bühne ein eingeborener Vertreter vom lokalen Gewerbe in einer Samichlaus-Burka und einer vergoldeten Sonnenlampion auf dem Grind mal blind, also blind versuchen, mit einem stumpfen Säbel an einer Gans den Kopf abzuschlagen. Da, schauen wir mal hier. Nach einem traditionellen Glas Wein und einigen Drehungen um die eigene Achse versuchen Teilnehmer verkleidet und mit verbundenen Augen den ganzen Kopf wegzuschlagen. Wer es schafft, darf sie behalten und essen. Ja, ein guter Miteinander. Gut. Ein toller Brauch für Jung und Alt. Das ist eine schöne Mischung zwischen ISIS-Enthauptungsvideo und einer mexikanischen Piñata. Oder ein ganz normaler Kindergeburtstag in der Vogelwarte Sempach. Ja. Ich finde, man hätte die Gans auch einfach mit einem E-Bike überfahren können, aber okay. Mit einem stumpfen E-Bike. Blind.
Richtig. Ich finde ja, man müsste all diese Brüche miteinander irgendwie kombinieren. Gans abhauen, Weihnachten, Bundesratshearings. Und dann irgendwie nimmt man so eine Gans, nagelt sie an ein Kreuz, schnallt das Kreuz auf ein E-Bike, wirft das E-Bike auf einen Scheiterhaufen vor einem Opernhaus und dann befragt man die Gans so lange zum Europadossier, bis er den Grind explodiert. Aber eben, November ist der Monat der Brauchtümer. Darum da ein kleiner Überblick über die schönsten Traditionen vom November und überhaupt in 120 Sekunden. Der November ist traditionell der Monat, wo in der Schweiz ganz viele alte Brauchtümer gepflegt werden. Am 11.11. am 11.11. ist der traditionelle Beginn des katholischen Crossdressing. Mit dem farbenfrohen Sternenmarsch sollen nicht nur der abtretende Gesundheitsminister vertrieben, sondern auch die neuen Krankenkassenprämien begrüßt werden. Auch ein Licht spielt eine grosse Rolle im November. Dann sind die traditionellen Rebenlichtli-Umzüge, wo die Menschen in einem besinnlichen Marsch durch die Städte schlendern und einander für den kommenden Winter alles Gute wünschen. Scheiße. In Zürich, Schaffhausen und in Solothurn wird der allvierjährliche Brauch der liberalen Opfergabe begangen. FDP schlachtet am Altar von Poporz jeweils einen von ihren Ständeratskandidierenden für den Erfolg der Schwesterpartei SVP. Bravo! Das ist Katastrophe. Das ist nur ein Business. In Zermatt begab man auch in diesem November zum zweiten Mal den Brauch vom vierfachen Skirennen ab Sägerlis. Bei dem schnellsten Alpaufzug und Alpabzug der Welt reisen die Skiprofis von weit her an und machen sich auf den beschwerlichen Weg bis ganz auf den Gletscher rauf im Wallis, nur um kurz darauf aber wieder ins Tal runterzusteigen, ohne dass auch nur ein einziger einmal Ski gefahren wäre. Wir werden nicht aufgeben, aber es ist verdammt herrlich. Und weil der November auch der Monat der geselligen Käsevernichteten ist, trifft sich der Bundesrat einmal in der Woche zum gemeinsamen Schmelzkäse-Hexensabbat. Man sitzt dabei im Kreis, er säuft ein Raclette-Schiebeli im Fondue und dem, wo die sagenumwobene Zauberformel zuerst in den Topf geht, muss nächstes Mal mit dem Balthasar Glättli auf den Skilift. Die Diskussion geht vielleicht zum Teil ein bisschen an der Sache vorbei. In dem Sinn, Käse, ahoi! Käse, ahoi! Ja, ein sehr schöner Brauch, der sich in diesem Jahr auch wiederholt hat, ist die alljährliche sozialdemokratische Josic-Abschwartete. Das kann man so verstehen, weil es so ist. Genau, weil es so ist. Der Daniel Josic darf schon wieder nicht Bundesrat werden. Er ist quasi ein Zermatter Skirennen der Schweizer Politik. Aber SP hat ja jetzt ihr Ticket gelöst. Sie hat den ganzen Herbst damit verbracht, ihre Kandidierenden für den Bundesratssitz von Alain Berset zu suchen. Und ich meine, wow, was ist das für ein Prozedere? Wie die SP ihren neuen Bundesrat sucht, ist ein bisschen wie bei den Buddhisten in Nepal, wenn sie die neuen Dalai Lamas suchen. Die Prozedur von der Suche nach dem neuen SP-Dalai Lama ist wirklich eine jahrtausende alte Tradition. Wenn der alte SP-Bundesrat stirbt, dann macht sich eine Gruppe von alten Bettelmönchen auf die Suche durch alle Täler und Dörfer der Schweiz, um den neuen Bundesrat ausfindig zu machen. Aus allen neugeborenen Babys wird dann das Baby ausgewählt, das eine spirituelle Ähnlichkeit zum alten Bundesrat zeigt. Das Baby wird dann auf Bern gebracht, wo es von den Fraktionsmönchen aufgezogen und auf seine Aufgaben vorbereitet wird. Ja, ist gut. Ja, also eigentlich gibt es ja nur eine jahrhundertealte Regel für die Bestimmung des neuen SP-Bundesrat. Eigentlich dürfen alle, außer Daniel Josic. Gut. Schlussendlich hat sich dann eine Sechsergruppe gefunden. Sechs potenzielle neue SP-Regierungsmitglieder. Und es ist wirklich ein Team der besten, stärksten, fittesten SozialdemokratInnen vom ganzen Land, eine Art Avengers of Socialism. Ja, okay. Sieht jetzt eher so ein bisschen aus wie ein Vorsorgeberater am Casual Friday. Mich erinnert es wirklich mehr an Weihnachtsapero von einer PKZ-Filiale in Dietike oder so. Ja, stimmt. Oder einfach das Lehrerkollegium von einer Berufsschule irgendwo im Aargau. Aber ja, kommt doch auch uns. Es ist der Plausch. So. Auf jeden Fall hat SP dann eine Roadshow gemacht. So eine richtige Kilbe, quasi SP bei den Leuten. Alle sechs Kandidierenden haben sich dann Fragen von SP-Leuten vor Ort stellen müssen. Und die Art, wo sie hin sind, also
Wow. Olten, Schaffhausen, Biel. Ich meine, was ist das? Der Tourplan vom Zirkus Monti. Aber auf jeden Fall. Auch antreiben haben die Kandidierenden unter anderem müssen bitte Juso. Wie unangenehm ist das bitte für alle? Ich meine, wie so Freikirchenboomer, die den Jungen beweisen, dass sie im Fall auch total Swag haben. Und einer hat sich besonders viel Mühe gegeben bei dem Klassenkampf TED Talk und hat den Jungen Tipps gegeben, wie man mit den Reichen eigentlich umgehen soll. Da, der Matthias Ebischer. Sucht ihre Häuser, sucht ihre Autos, kettet euch an die Häuser und behält euch an ihre Autos. Dann seid ihr sicher und gepresst und ihr könnt auch noch sagen, wie viel ihr es nicht sind. Okay, Matthias, kleb du dich doch mal an das Auto. Aber so ist er eben, der Matthias. Er ist eben ein bisschen loco in der Cabeza. Loco, loco, skrrt, skrrt, jiggi. Aber, okay. Einfach noch eine Kettensage in die Hand und er könnte kandidieren als neuer Ministerpräsident von Argentinien. Vamos! Gut, egal. Man hat es dann aber angebracht. Nach 18 Wahlgängen haben sie ihr Zweierticket zusammen gehabt. Nominiert sind also der John Pult aus dem Kanton Graubünden und der Beat Jans aus Basel. John und Jans klingt jetzt nicht wirklich nach Bundesrat, sondern mehr nach einem schwedischen Kinderbuch. Interessant ist ja, der Beat Jans ist ausgebildeter Bauer. Das heisst, wenn er wirklich gewählt würde, hätten wir 4 Bauern im Bundesrat. 4 Bauern! Vom Schneider, Rösti, der Parmelin und der Jans. Wäre geil, 4 Bauern, da hast du den Ciao Sepp auf sicher. Ja, 4 Bauern! Im Bundesratszimmer hängen wahrscheinlich jetzt schon so grusige, gelbe Fliegenklebefallen und irgendwo an der Wand so eine eingerahmte Luftaufnahme vom Bundeshaus so von oben von 1982. Aber egal. Das heisst also, wenn das nächste Mal auf dem Bundesplatz in Bern wieder mal mega viele Traktoren im Kreis fahren und Gülle auskippen, ist das nicht eine Demonstration von hässigen Bauern, sondern einfach Bundesräte, die einen Parkplatz suchen. Gut. Apropos Direktsubventionen. Wir geben ja jeden Monat jemandem Zerrafengebühren zurück. Und der Moritz Schädler, unser Papamol aus dem Liechtenstein, retourniert auch im November die 335 Franken an eine Person. Und das mal in Zürich. Hey, Moritz. Hey, ja, was? Ja, wir haben heute drehen. Saliti Salametti, Moritz Schädler hier, eure Seraphim. Und heute gibt es wieder Gebühren zum Verkliffen. Let's go! Wir sind hier im wunderschönen Zürich. Und der Wohnsitz unserer Gebührenzahlerin vom Monat. Li, gehen wir sie mal besuchen. Hallo, Li. Hallo, Moritz. Hi. Schau, ich habe hier deine Fernsehgebühren und die gehen wir heute verkliffen. Deinen kleinen Happy Day, hast du Bock? Mega, juhu! Brauchst du ein Ticket? Ja. Halbtags. So, Li, wie willst du dein Geld ausgeben? Kaffee trinken, essen. Drinks trinken, konsumieren. Cool. Käfele, gute Idee. Who let the dogs out? In Zürich kannst du auch einfach nicht in einen Kaffee gehen, ohne dass es nicht irgendwie Entertainment gibt. Du bist nicht zufällig allergisch auf Katzen, oder? Nein. Mit hättest du deinen Stil beschrieben? Ich kaufe eigentlich meistens nur Secondhand. Und dann gehst du so auf Flohmärkte? Mehr irgendwie Caritas oder so. Caritas, also den armen Leuten eigentlich die Kleider wegnehmen. Jetzt im Winter. Bravo, Li. So, wir sind hier bei der nächsten Station. Kleiderladen, was brauchst du? Ich werde bald 30. Sollen wir ein Outfit für deinen 30. Geburtstag? Gut. Strike a pose. Ist das gut so? Happy Birthday. Sind alle drei Farben Statement? Benissimo? Deal or No Deal oder natürlich Tagesschau. Okay. Und das willst du zu deinem Geburtstag anlegen? Ja, unbedingt. Zufrieden mit dem Hummer? Ja. Ja, schau, ich habe etwas gefunden. Wow. Hast du Hunger? Ja. Lust auf Italienisch? Immer. Mal. Pizza wie bei Mama. Oh, lächerlich. Allora. Aufs Leben. So eine Katze finde ich das so ein bisschen langweilig eigentlich. Wollen wir Mike noch die letzte Ehre erweisen? Ja, nehmen wir das. Gut.
Hast du gewusst, dass im Duden das Wort Duden gerne drinnen steht? Nein. Und das Wort Seraffe übrigens auch nicht. Alright, genug reingeschoppt, jetzt wird reingeschippelt. Die Welt ging unter am Zürichsee. Hast du gewusst, dass das Wasser im Zürichsee aus 90% Brunnen von der Street Parade besteht? So, Dali, weiter geht's mit dem Spass. Ab ins E-Tuk-Tuk. Keine Stadtrundfahrt in deiner Stadt, Zürich. Was fehlt? Das Fondue in der Mitte. Nein, die Katze. Ja. Püssis, sind deine Füße kalt? Ja, alles. Gut, dann machen wir jetzt ein bisschen Wellness. Meine Füße sind, glaube ich, eher was für Tele Zürich. Das ist eigentlich, dass nach dem Tatort der richtige Tatort gesagt wird. Soli, wir haben noch knapp 30 Stutz. Auf was hast du Lust? Etwas trinken. Aber auch singen. Allora, das sind unsere Drinks. Da singen wir gleich. Aber was musst du noch sagen? Für das zahle ich gerne meine Seraphengebühren. Sehr schön. And now for Switzerland, Lee und ich. The time of my life. No, I've never felt this way before. Ja, wenn Sie auch mal dabei sind und Gebühren ausgeben mit Moritz, melden Sie sich da unter gzdesmonats@srf.ch. Und jetzt kommen wir zu den Regio-News des Monats mit Fabienne und Sven. Ja, Lausanne. Das IOC hat diese Woche bekannt gegeben, dass die Olympischen Spiele 2030 nicht in der Schweiz stattfinden. Aber es bestehen Hoffnungen. Als Austragungsort zur Verfügung gestellt hat sich der Daniel Josic. Zürich. Wie jedes Jahr im November hat das Wirtschaftsmagazin Bilanz wieder die Rangliste mit den 300 reichsten Schweizer veröffentlicht. Das Interessante daran, niemand von dieser Liste wohnt in der Stadt Zürich. Wohnen in Zürich ist also so teuer, nicht mal die 300 reichsten können sich leisten. Überraschend auch, dass die IKEA-Brüder Kamprad immer noch zu den Reichsten gehören. Irgendwie noch komisch, dass die so viel Geld haben, obwohl ihre Möbel so billig sind. Ich meine, dann muss der Pfister ja Billionen haben. Apropos Billionen, Kreuzlingen. Jetzt ist es offiziell. Deutschland ist bald bankrott und hat 200 Milliarden Schulden. Good News aber für die Schweiz. Zukünftig kann man den Einkauf in Deutschland gerade auch noch als Entwicklungshilfe von der Steuern abziehen. Lausanne. Das Parlament im Waadtland hat beschlossen, dass an der Schule im Kanton Waadt die Kinder neu Schweizerdeutsch lernen müssen. Auch andere Kantone zeigen sich interessiert. Zitat: Es wäre toll, auf den Pausenplätzen Schweizerdeutsch zu hören, sagt zum Beispiel Silvia Steiner, die Bildungsdirektorin vom Kanton Zürich. Genf. Ein neues Gesetz will, dass Reiche in der Schweiz eine Sondersteuer zahlen müssen auf ihren Privatjet. Absolut unfair. Das heisst, Arme dürfen ihren Privatjet weiterhin ohne Steuern fliegen. Skandalös. Bern. Der Tripper wird in der Schweiz immer noch per Post gemeldet. Was für eine Schlagzeile. Die NZZ schreibt, dass Ansteckungen von sexuell übertragbaren Krankheiten immer noch analog gemeldet werden. Patienten können sich also neu entscheiden zwischen A-Tripper und B-Tripper. Das Gute daran, die Ansteckungen mit der Vogelgrippe dagegen erledigt immer noch die Brieftaube. Gut, auf dem Land ändert sich nicht so viel. Der Tripper bringt dort immer noch ganz traditionsgemäß den Pöstler. Zürich. Die 34-jährige Elefantenkuh Panang zügelt vom Münchner Tierpark Hellabrunn in Zürich Zoo. Somit ist es offiziell. Sogar ein Elefant findet in Zürich schneller eine Wohnung als ich. Ja. Danke, Fabienne. Und Sven. Ein grosses Thema war in dem November auch das hier. Genau. Kitas gibt es jetzt vermehrt auch nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land in der Schweiz. Zum Beispiel in Muttital. Muttital ist eh ein kleines anderes Pflaster. Also Kindergartenklassen sehen dort ganz anders aus. Zum Beispiel so. Ja. Die Landbevölkerung fragt sich jetzt aber, brauchen wir auf dem Land so etwas wie Kitas überhaupt?
Ich komme vom Land. Und man muss schon sagen, ja, auf dem Land sind Kinder ein bisschen selbstständiger als in der Stadt. In der Stadt bringt man die Kinder als Eltern mit dem SUV in den Kindergarten. Und auf dem Dorf fahren die Eltern schon auch mit dem Auto zum Kind. Aber nur, um dort Ölwechsel machen und Winterreifen montieren lassen. Ich habe ein bisschen Staub auf der Lunge, ein bisschen Dreck auf der Zunge, weil ich im Kinski bin. Richtig. Stadtleute meinen mir übertrieben, aber hey, ja. Ich habe früher noch auf dem Land im Kinski im Fall noch einen Eschenbecher getöpfert. Mit Fifi im Kinski. Ein Eschenbecher. Und zwar nicht für meine Eltern, sondern für meine kleine Schwester. So, auf dem Land sieht die Realität halt so aus. Er raucht schon wie ein Grosser, der 10-jährige Andreas. Der Stumpen zündet ihm seine Brüder an. Oder fährst auch im Appenzellischen nichts Außergewöhnliches. Wie schmeckt Sigi? Nach Vanille. Richtig, nach Vanille. Zum Znüne gibt es in der Landkita eine Vanillezigarre, ein Bananenweizen und einen Kaffee Trash mit Röhrli. Und vor allem in der Stadt brauchst du für 10 Kinder 3 Betreuungspersonen. Auf dem Land langt ein einziger Herdenschutzhund. Voilà. Wenigstens Freilandhaltung, so hätte ich. Ja. Gut. Apropos Freilandhaltung. November heisst ja auch Wildsaison. Es ist Jagdzeit in der Schweiz. Knapp 500 Gramm Wild isst jeder Schweizer und jede Schweizerin im Schnitt pro Jahr. Und da ist der Wolf gar noch nicht mal mit eingerechnet. Egal. Nur ein ganz kleiner Teil von dem Wild, das in der Beize serviert wird, stammt auch wirklich aus der Schweiz. Warum landet in der Schweiz so wenig einheimische Hirsch und Reh auf dem Teller? Wir haben einen Jäger im Kanton Schaffhausen auf der Jagd begleitet, um herauszufinden, was läuft da eigentlich falsch im Schweizer Wald. Weidmanns Gruß, Bohnenblusch Pedro, Revierjäger Schaffhausen. Jetzt im November haben wir natürlich Hochsaison im Wald raus. Das heisst, wir dürfen nicht nur schiessen, nein, wir müssen auch. 17 Kilo auf dem Arm. Du bist mir rein. Ja, ich schaue, was ich machen kann. Ja. Nein, im Moment ist Wahnsinn, was reinkommt. Hier. Leuen Hallau, 37 Kilo Wildsau, Sunnebeckingen, 20 Kilo Reh, Babental Schlaten, 10 Kilo Hirsch, ein Biber, 2 Häse und 1 Liter Vollmilch. Aber den hole ich nachher in Folge. Ah, ist nichts. Nein, jetzt morgen um 8 Uhr, ich bin hier im Wald. Wo ist der Hirsch? Ist die Hai? Hat Papitag, ist am Wäschen. Der Fuchs schafft nur noch 40%, der Dachs ist ständig im Homeoffice und der Wolf ist irgendwo in Costa Rica und im Auslandssemester. Und wenn du mal einen siehst, dann darfst du ihn nicht schiessen. Als Jäger musst du vor jedem Blattschuss zuerst noch 20 Formulare ausfüllen. Damhirsch, 2-jährig, Linkshänder. Nur vom 2 bis 4. Ja, schönes Ei. Und dann musst du das Viech noch so richtig gehend interrogatieren, bevor es abtust. Vom Aufwand her ist in der Schweiz wahrscheinlich einfacher, einen Mensch abzutun als ein Reh. Ist so? Ja, knapp zu klein. Dann müssen wir leider noch mal zurücktun. Jagd ist natürlich Sache der Kantone, wo die Zau aufhört und wo die Wildsau anfängt. Das ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Und heutzutage weisst du ja auch gar nicht mehr, was du eigentlich vor der Flinte hast. Bist du irgendwo auf dem Hochsitz oben, hast du einen Hirsch vorne dran, willst du gerade abdrücken? In dem Moment denkst du, Moment mal, was, wenn der Darmhirsch sich als Rothirsch sieht? Weil mir ist das völlig egal, aber jagdjuristisch, buchhalterisch, bin ich nachher wieder der Löli. Denn wenn es alle Schweizer wild, dabei bei dem ganzen innereuropäischen Wildwechsel kannst du gar nicht kontrollieren, woher so ein Hirsch wirklich kommt. Kann schlecht bei jedem eine Passkontrolle machen. Schweizer wild, nimm noch Campari Soda. Unter mir liegt das Vulkanmeer. Du ihn Trick zum Schweizer Wild. Und dann, wenn so ein Hirsch vor dir hast, fragst du ihn, ob er Stoss lüftet. Wenn er sagt, jawohl, dreimal am Tag 30 Minuten, bang! Klappe zu, Affentor. Ist nichts heute. Gehen wir wieder in den Top CC. Dann haben wir doch noch etwas verwischt. Ah, schade. Nur ein Jogger gsi.
Ja, wir kommen zu einem ganz, ganz anderen Thema. Es geht um viele Leute auf engem Raum. Sie schwenken Fahnen, verprassen Geld und schiessen mit Feuerwaffen in die Luft. Die Rede ist nicht von Hochzeiten in Südosteuropa, sondern von der Schweizer Armee. Tipto, voilà. Ja, jetzt vortrecken, gib mir die Butze. Ja. Ja, in Zeiten von einer prekären Sicherheitslage weltweit kann die beste Armee der Welt natürlich nicht untätig bleiben. Und was macht darum unser Militär, während der Rest des Planeten brennt? TikTok-Videos. Ja, die Armee hat diesen Monat angekündigt, dass sie ihr TikTok-Profil ausbauen will. Und ich finde, das klingt sehr, sehr gut. Schon nur aus dem Neutralitätsgedanken. Es ist höchste Zeit, dass wir unsere Daten nicht nur den Amerikanern auf Insta und Facebook zur Verfügung stellen, sondern auch mit den Chinesen teilen. Aber die Armee hat betont, dass sie natürlich keinen sensiblen Inhalt teilen will. Und ich glaube ihnen das. Ich meine, ich habe absolutes Vertrauen in die Schweizer Armee. Habt ihr jemals gesehen, dass die Schweiz einen Krieg verloren hat? Nein. Alles, was doch denkt. Und auch bei den neuen TikTok-Videos wird man nicht enttäuscht. Es wird konzentriert geschossen, es wird aber auch gelacht. Und man sieht etwas ganz Seltenes: die Schweizer Luftwaffe im Einsatz, ohne einen einzigen Absturz. Und weitere Formate sind bereits angedenkt, um die Gen Z noch besser abzuholen. Wie der Handgranaten-Dance, die Taubitzen-Challenge oder diverse Schmink-Tutorials. Oh, nice. Ja. Ich war so gehypt bei diesen Videos, ich wäre am liebsten direkt selber ins Militär. Aber Kollegen haben gemeint, bei meinem Alltag, geprägt von Schlafmangel und schlechtem Essen, würde es eh keinen Unterschied machen. Wie dem auch sei. Gabriel, sag mal, bist du eigentlich im Militär gewesen? Nein, ich habe Zivilschutz gemacht. Und was, wie war es so gewesen? Hey, recht spannend. Also einmal haben wir wirklich zum Winterthur eine ganze Woche lang Regenwürmer sortieren. Aber das ist wirklich, ja? Ja, es hat zwei Boxen gekauft. Auf der einen stand Regenwürmer vertikal und auf der anderen Regenwürmer horizontal. Also, wenn du irgendwo einen Regenwurm siehst, ich habe den wahrscheinlich sortiert. Ich danke für deinen Dienst, lieber Gabriel. Fabian, wie sieht es bei dir aus? Ich habe Trübli RS gemacht, immerhin. Trübli RS? Kennst du nicht? Drei Wochen Kochen, Hauswirtschaft, Handwerk. Und beim Kochen und Handwerken kannst du den Finger abschneiden. Dann haben wir auch noch einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Okay, wow. Also, yeah, Respekt. Der einzige Doppel-UT. Aber egal. Was, hast du keine egal, Themenwechsel. Es braucht die Digitaloffensive bei der Armee, weil auch die traditionellen Massnahmen nichts mehr bringen. Heutzutage gibt es zum Beispiel nach dem Knabenschiessen praktisch keine neuen Anmeldungen für den Schützenverein Albis Gütli. Dafür umso mehr für den Boxclub Zürich. Ja, gut, ist doch gut, oder? Wenn ich bei einer Massenschlägerei am Bahnhof in Zukunft sagen, du nein, die geben sich im Fall gar nicht gerade einfach sinnlos auf den Grind, die absolvieren gerade das Obligatorische. Ein cooles Image von der Armee ist auch wichtig, damit wir nicht das gleiche Problem haben wie im Fußball. Stell dir vor, wir bilden jahrelang Soldaten aus auf Kosten von Steuerzahlern, nur damit sie dann mit 18 zu den Tamil Tigers oder in die Fremdenlegion traded werden. Das wäre mega schade. Also mein Fazit: Ich kann verstehen, dass man junge Leute braucht für die Armee. Und solange man ein realistisches Bild vermittelt und keine Propaganda, ist es okay, dass man alle Plattformen nutzt. Ob so Videos realistisch sind, muss jeder oder jede selber entscheiden. In der Armee sammle ich Erfahrungen, die ich sonst nie machen könnte. Schon als Kind war mir klar, dass ich beim Militär Dienst leisten möchte. Ich bin aktiv und habe gern, wenn etwas läuft. Ich bin Milena und ich bin stolz, Teil des Teams zu sein. Schon als Kind war für mich klar, dass ich vom Militär flüchten muss. Ich bin sehr passiv und werde mega nervös, wenn etwas läuft. Ich bin Sven und stolz, der Milena ihr Team finanziell unterstützen zu dürfen. Danke, Sven. Sehr gut. Gut. Ich finde ja, ein Militär müsse doch gerade auch für die jungen Generationen gar nicht so schwierig sein. Soldaten und kleine Kinder haben ja wahnsinnig viel gemeinsam, oder? Sie dürfen nicht ins Bett, wenn sie wollen, sind die ganze Zeit mit Dreck beschmiert, aber sie dürfen gratis Zug fahren. Oh, warte schnell, Gabriel, warte. Ja. Ja, es kommt gerade neueste Nachrichten rein, warte. Was? Schaffen ist scheiße. Mm. Entschuldigung, was? Ah, doch, schau mal schnell. Ja. In den letzten paar Wochen sind ein paar Videos auftaucht von Teenies aus der sogenannten Gen Z, die Systemlohnarbeit kennengelernt haben. Und ja, was soll ich sagen, es ist nicht gut gelaufen. Den größten Nervenzusammenbruch ever. 36.000 Euro. Als Vollzeitangestellte. 30 Tage im Jahr Urlaub. 30 Tage. Ich weiß wirklich nicht, wie man überleben soll. I don't have time to do anything. I want to shower, eat my dinner and go to sleep. I'm so upset. Oh my God.
Ja, ja, ich weiss, brüllende junge Weicheier. Das findet ihr euch wieder lustig, gell, ihr Boomer. Und damit meine ich auch dich. Was? Ich bin auch kein Boomer. Ja, vielleicht nicht vom Alter her, aber im Herzen schon ein bisschen, oder? Nein, in der Leber aber. Ja. Und du, Sven, bist eher so Gen Z, oder? Ich bin 33. Ja, aber du schaffst auch nicht gern. Okay, fair enough. Okay. Auf jeden Fall, die Diskussion, ob der klassische 9-to-5-Job und 5-Tages-Woche nicht eigentlich schon längstens überholt sind, das war ja schon in den 80er Jahren das Thema. Es hat sogar einen Film gegeben mit dem Titel 9-to-5. Dort übernehmen 3 Sekretärinnen für 6 Wochen die Firma und krempeln sie komplett um. Flexible Arbeitszeiten, Lohnangleichungen und Kinderbetreuung. Kurz, menschenfreundliches Arbeitsklima. Und für das mussten sie nur ein bisschen gegen den alten Chef rebellieren. Oh, sorry, gell. Jetzt ist 2023 und wir reden immer noch über das Gleiche. 2 junge Frauen aus der Gen Z berichten unter Tränen über die Absurditäten des 9-to-5 und Boomer finden es lächerlich. Ja gut. Für alle, die es nicht wissen, Boomer sind zwischen 1946 bis 1964 geboren und wenn sie Freude haben, sagen sie was? Tipptopp! Genau. Und Gen Z zwischen 97 und 2012 geboren und freut sich wie? Das ändert sich, glaube ich, die ganze Zeit. Vielleicht Lit, Cray, Slay? Bös, sagt meine Tochter momentan. Gut, momentan ist von Freude aber keine Spur, weil die Boomer regen sich grausam auf über die Arbeitsmoral der Gen Z und sagen: Nein, komm, hör mal doch auf, du, hör mal auf, du. Ja, sie finden eben, sie haben 30 Jahre lang 9-to-5 gearbeitet und haben es auch überlebt. Dem sage ich mir halt. Ja, das heisst, halt erwachsen werden, ist doch wahr, hör mal auf, du. Worauf denn? Aber Gen Z sagt: Oh mein Gott, so cringe. Ja. Für die Boomer ist es nicht nachvollziehbar, dass die Jungen Interesse haben an einer ausgewogenen Work-Life-Balance und dass sie genauer anschauen, ob ein Job auch wirklich sinnstiftend ist. Voll. Kabis. Ja, und wie das Arbeitsklima ist. Voll. Kabis. Und ob es flexible Arbeitszeiten gibt. Voll. Kabis. Und ob es Kinderbetreuung und Lohngleichheit gibt. Voll. Kabis. Also eigentlich das, was die 3 Ladies bei 9-to-5 1980 schon probiert haben einzuführen. Und was ist jetzt da der Stand 2023 in der Schweiz? Folgende: Im Parlament wird gerade eine Anpassung vom Arbeitsrecht überprüft. Die Wirtschaftskommission schlägt nämlich vor, und das könnte der Gen Z gefallen, dass für Start-ups flexible Arbeitszeiten eingeführt werden. Lit, Cray, Slay. Unter der Bedingung, dass MitarbeiterInnen, und das wird Boomer auch freuen, am Gewinn beteiligt werden. Am Gewinn beteiligt ist total der Pleasure. Ja, aber das bedeutet auch, neu gegründete Firmen haben viel weniger Verpflichtungen, um ihre Angestellten zu schützen. Und auch bestehende Unternehmen wie Banken oder Pharmakonzerne könnten eigene Start-ups gründen, und wo sie dann die Angestellten ganz freiwillig oder auch am Abend plötzlich am Wochenende arbeiten dürfen, besser gesagt. Was, dann hören wir auf? Cringe? Naja, die Lösung. Die Lösung gegen die Ausbeutung der Angestellten ist in dem Fall also, dass sich die Jungen ganz freiwillig und flexibel selber ausbeuten. Tja, das ist natürlich eine Variante. Die andere Variante wäre: Dann wachen wir endlich alle auf und checken, dass wir einfach nicht mehr arbeiten gehen sollen. Hey, ciao zusammen! Ja. Danke, Fabienne. Ich finde, wir hören jetzt auch gerade auf Schaffen. Aber apropos Schaffen ist Scheiße, da lasse ich einfach sagen. Aber man muss ja schaffen, um Kabis zu kaufen. Am 24. November war Black Friday. Der Tag, wo überall auf der ganzen Welt gepostet wird und eingekauft wird, wie blöd. Auch in der Schweiz. Darum haben wir Julia Kubik ins Auge des Sturms geschickt. Für eine launische Betrachtung der Schweizer Konsumseele. Julia live und direkt von der Black Friday Madness. Willkommen zu den Hundsverlachten des Monats. Heute im beliebtesten Einkaufszentrum der Schweiz, im Zentrum Glatt. Heute ist ein besonderer Tag. Man kennt ihn vor allem von nervigen Spam-Mails und penetranten Plakatkampagnen. Der Black Friday. Ist die Atmosphäre heute besser im Glattzentrum als an einem normalen Tag? Ja, vielleicht schon, ja. Ja, Black Friday, ja. Magic. Ja. Aber wieso eigentlich Black Friday? Also, weißt du, wieso das so heißt? Keine Ahnung. Du? Auch keine Ahnung. Das ist sehr praktisch. Das kann man neben mir anstellen.
Das Leben ist zwar ein Ponyhof, aber die Ponys sind alles Eichhörnchen und Rehe aus Plastik, die sich in einem Einkaufszentrum im Kreis trüllen. Würdest du lieber 3 Monate Winterschlaf machen, jetzt, so wie die Waldtiere, oder lieber 3 Monate ununterbrochen im Glattzentrum wohnen, aber du dürftest nur so eine Ecke gemütlich einrichten? Kopfweh lohnt sich heute doppelt, weil auch in der Apotheke gibt es 40% Rabatt. Es darf in keinem Shoppingcenter fehlen, der Teilchenbeschleuniger. Man geht als konsumkritischer Mensch hin und kommt als willige Konsumentin raus. Was ist dein bevorzugte Wort? Shoppen. Sagst du etwas bestimmt? Ich brauche Schuhe fürs Gym. Sollte nicht relativ teuer sein, aber auch nicht schlecht ausgesehen. Gutes Angebot gefunden? Ja, definitiv. Ich liebe halt bunte Socken und ich habe ganz viele bunte Socken gekauft. Heute gibt es Rabatt überall, nicht nur auf Sachen, auch auf Geld. Man darf nur 70% Rabatt bekommen, wenn man mindestens 70% schafft. Nein, finde ich nicht fair. Nein, finde ich auch nicht fair, weil wir arbeiten gar nicht. Findest du es fair, dass auch reiche Leute am Black Friday teilnehmen? Ich meine, für dich ist ja eh schon alles ein Schnäppchen eigentlich. Ja, also ich finde, es ist auch okay, wenn reiche Leute auch mal günstige Sachen kaufen dürfen. Die Leute sagen immer, in der Schweiz redet man nicht gerne über Geld. Aber ihr redet eigentlich immer lieber über Geld, als hast du ein Backup gemacht. Hast du genug Eisen? Siehst du etwas bleich aus? Wenn es jetzt mega, mega gute Kopfhörer gibt, die du zum halben Preis bekommst, aber die Firma musst eine kaputte Waschmaschine gratis dazu nehmen, würdest du es machen? Ja. Man kommt nicht gegen den Kapitalismus an. Er frisst alles. Die einzige Option ist, ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Puh, Black Friday, wilde Sache gewesen. Aber zum Glück gibt es hier im Shoppingcenter eine Oase von der Entspannung. Und damit zurück ins Studio. Ja, das war für uns. Satire gibt es sonst noch auf Play SRF am Samstag Nachmittag auf Radio SRF 1 und bei den Bundesratswahlen in Bern. Wir sehen uns also wieder am 26.12., also bereits in 3,5 Wochen. Und hey, liebe Kinder, denkt dran, Weihnachten kommt bald. Darum den Eschenbecher fürs Schwesterli bitte noch schön einpacken. In dem Sinne, ciao zusammen.